Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen. Hier ist wieder euer Nutoka aufs Brot bei einem Starbound Let's Play. Wer die letzten Folgen gesehen hat, weiß, dass wir auf einem benachbarten Planeten unterwegs sind und dort das letzte Mal nach Warp to Planet, geh mal runter, das letzte Mal quasi nach Osten uns durchgeschlagen haben, also hier die Richtung nach rechts. Und ja, ich würde sagen, heute gehen wir einfach mal in die andere Richtung und schauen mal, was uns da so erwartet. Gucken wir uns einfach mal ein bisschen um. Was haben wir da? Silber, das holen wir natürlich direkt mal mit. Und natürlich wieder mal das Wasser verschwinden lassen. Wer nicht weiß, wie das funktioniert, sollte sich meine letzte Folge mal anschauen. Da habe ich das nochmal auf vielfachem Wunsch ein zweites Mal nochmal erklärt. Das Spiel hakt schon wieder ein bisschen. Aua. Es gibt immer noch Holiday Spirit. Hey, Fruchtmonster, kommt her. Haha. Ich habe dich gerettet. Und jetzt erstickst du da, oder was? Ah, ne. Aber wie man unschwer erkennen kann, bin ich ja auch ein Superheld. Also muss ich die Leute ja retten. Logischerweise. Aber der muss doch auch irgendwo ein Haus haben, der Typ da. Öder? Schauen, ob wir da noch gleich hinkommen. Weil er wird wohl nicht so lebensmüde sein, hier mit einer Hacke unterwegs. Ah, da ist doch wahrscheinlich sein Häuschen. Nur mit einer Hacke bewaffnet hier Monster aufmischen zu gehen. Das wäre ein bisschen sehr naiv. Na, gehen wir uns mal sein Häuschen angucken. Ach so, die war schon auf. Ein bisschen Kohle hier eingesammelt. Also Pixel meine ich damit. So, das war's aber auch schon. Dann wandern wir mal weiter. Schauen wir mal, was wir noch so finden. Warten, bis es abläuft. Ansonsten fluten wir nämlich da unten die Stelle. Oh, was ist denn hier los? Angriff der Pupsmonster. Haben wir noch mal ein bisschen Titanium, sehr gut, das kann man immer gebrauchen. Hm? Haben wir noch was? Ich bin ein Schmetterling. Ui. Fliegen wie Schmetterling, stechen wie eine Biene. Ah, wer kennt das Zitat? Ich habe mir am Wochenende übrigens mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie es hier weitergehen soll mit dem Let's Play-Kanal von mir. Und da sind mir schon so die ein oder anderen Ideen gekommen. Zum einen, also die Idee ist jetzt nicht so neu. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt da im Bilde ist. Ich habe auf jeden Fall vor, einen Server mit mehreren Leuten und mehreren Fraktionen quasi zu eröffnen und das Ganze halt dann auch wie üblich in Let's Play Manier quasi zu dokumentieren und natürlich auch für euch hochzuladen. Da habe ich leider immer noch nicht sonderlich viele Anfragen bekommen. Finde ich ein bisschen schade.
Also wer da Lust drauf hat, sich einfach bei mir melden. Ihr, upsala. Ihr habt auch die Möglichkeit. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit. Oh, hier läuft es gar nicht mehr ab. Wir sind schon zu tief. Ihr habt auch die Möglichkeit, mich anzuschreiben über meinen Steam-Account. Oder mich generell hinzuzufügen. So ist mein Steam-Account, ganz einfach. Autsch, 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 autsch. Ich muss mich gleich unbedingt bandagieren. Habe ich überhaupt noch Bandagen? Nein. Lass mal da unten rein. Und dann werden wir uns mal ein paar Bandagen herstellen. Da. Das wird auch langsam. Langsam, aber sicher gehen uns die Bandagen aus. Ja, und wenn man da natürlich auch noch zwei hintereinander ist, dann gehen einem die Bandagen noch schneller aus. Ey, ja, wie gesagt, meldet euch bei mir gerne über den Steam-Account oder auf Anfrage. Also ich habe auch Skype, bin ich allerdings nicht so oft drin. Natürlich könnt ihr mich über YouTube auch erreichen. Kommentare werden meistens schnellstmöglich, also eigentlich immer schnellstmöglich beantwortet, meistens direkt. Weil durch das ganze Rendern und Uploaden und hier und da ist eigentlich fast immer einer von meinen Rechnern an. Und da sehe ich dann natürlich auch, wenn da irgendwas kommentiert wurde. Da gehen wir auch mal noch runterschauen. Da ist aber nichts. So, fliegen wir noch ein bisschen durch die Gegend. Hui! Ja, da ist noch ein Kanister. So, das war das. Da hinten der Vogel, der wird wahrscheinlich gleich auch angreifen. Aber für das Titanium zu kriegen, fäll ich auch noch den Baum. Außerdem könnten wir echt bald noch mal ein bisschen Holz gebrauchen, damit wir unser Haus noch ein bisschen schöner basteln können. Dann haben wir auch noch ein bisschen was. Also ein wirklich richtiges Dungeon haben wir jetzt hier leider noch nicht gefunden. Oh, mal was knüpfeln. Mupfeln. Hier. Ein Burger. Da uns ja sowieso Lebenspunkte fehlen und der ja bekanntlich Lebenspunkte generiert. Sollte man den auch nur essen, wenn wirklich Lebenspunkte fehlen. Hier runter gehen. Da haben wir auch noch ein bisschen Titanium. Jetzt gleich mal meine Spitzhacke wieder reparieren. Die baut nämlich schon wieder ein bisschen langsamer ab. Ja, komm her. Ja, Diamant. Oh, nee, Quatsch. Da haben wir ja sogar richtige Diamanten gebraucht. Zack, zack. So. So, was haben wir da noch? Auch noch ein bisschen Titanium. Ah ja, Bandagen brauchen wir. Das wäre jetzt natürlich eine gute Gelegenheit. Zap. Ah, das funktioniert so noch nicht. Da haben wir noch eine schöne große.
Noch zwei, die holen wir auf jeden Fall noch mit. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt für Sachen, die ich irgendwie hier in die Let's Plays einfließen lassen könnte, einfach in die Kommentare schreiben. Ich bin auch noch mit dem Gedanken am Spielen, ob ich eventuell wie so eine Art Wildcard quasi fürs Wochenende verlose oder irgendwie über eine Quizfrage oder sowas dann unter die Leute bringen. Oh, da haben wir nochmal was gefunden. Sehr schön. Ich darf hier unten noch die Ressourcen mitholen und dann gehen wir mal da oben reingucken. Ob das jetzt nur ein Friedhof ist oder sonst noch was. Vielleicht nur ein ausgelagerter Friedhof für ein Dorf. Werden wir gleich sehen. Ja, wo war ich? Genau, dass ich eventuell vorhabe, über eine Art Quiz oder sonstiges eine Art Wildcard zu verlosen, beziehungsweise unter die Leute zu bringen. Und, ne, schlafen will ich nicht. Ich wollte es eigentlich ausplündern. Und dadurch dann voraussichtlich nur Wochenends, weil es einfach sonst zeitlich bei mir zu knapp wird, wenn ich mich da auch noch auf andere Leute verlassen muss, dass ich Wochenends quasi mit irgendjemand anderem spiele, der dann Lust drauf hat. Gut, Voraussetzung dafür ist natürlich auch ein Server. Aber das wäre eigentlich nur das geringste Problem. Also ich hätte auch kein Problem damit, einen Server zu mieten. Ich meine, der kostet bei Nitrado, hat mir jemand gesagt, 3 bis 4 Euro pro Monat. Und das ist ja eigentlich nicht viel. Also da kann man wirklich nichts sagen. Hier scheint nichts sonst zu sein. Ah, hier, das nehmen wir noch mit. Oh, jetzt sind die Fische gleich im Trocknen. Oh, was haben wir da noch? Oh, Titanium-Ohr, super. Gut, dass wir das noch gesehen haben. Aber wenn euch die Ideen gefallen, lasst mir auf jeden Fall irgendein Statement da. Ich bekomme leider viel zu wenig Statements von euch. Ich weiß, manchmal ist es nervig, dann will man sich nur mal schnell ein Video angucken und dann soll man da noch, ouch, dann soll man da noch irgendwie groß was schreiben. Aber es ist ja auch in eurem Sinne, weil dadurch verbessert sich natürlich auch die Qualität von meinem Kanal nochmal, beziehungsweise von den Videos. Und da habt ihr natürlich auch was von. Warum ist das hier so leer? Ich glaube fast, das ist, ja, das ist das Labor, wo wir das letzte Mal von der anderen Seite quasi reingekommen sind. Wenn mich nicht alles täuscht. Das würde im Umkehrschluss natürlich heißen, dass wir den kompletten Planeten schon erkundet haben. Ich fliege mal gerade hier flugs noch so ein bisschen rüber. Schauen, was wir noch so hier finden. Ja, hier war nämlich auch unser Kollege. Oder ist immer noch da, sehr schön. Dem geht's noch gut, auch wenn hier alles voller Monster ist. Ja, manchmal muss man auch fliehen. Ja, ich würde sagen, hier ist jetzt wirklich nicht mehr viel. Ihr trefft mich nicht. Oh.
bisschen Geld verdienen. Oh, oder sterben. Je nachdem, was zuerst eintritt. Oh, ich glaube, wir haben gar kein Geld bekommen. Ja, dann beamen wir uns mal hoch. Was haben wir hier? Ah, das sind die Setzlinge, okay. Und ja, dann können wir den Planeten da quasi auch als mehr oder weniger erledigt betrachten. Klar, ich könnte auch noch in den Untergrund gehen, aber habe ich eigentlich jetzt nicht so die Lust drauf. Mal hier mal gerade ein bisschen Ordnung. Was haben wir denn hier gefunden? Ah, ja, den haben wir eben aus Versehen abgebaut. So, dann machen wir hier unten noch ein bisschen Landwirtschaft. Und hier den ganzen Mist können wir, glaube ich, abbauen. Weil der sowieso nicht wächst. Weiß zwar auch nicht genau warum. Aber naja, es ist auf jeden Fall so. So, blaue Erde. Zack. Dann müssen wir das Ganze hier nochmal umgraben. Also, welche Saaten hatten wir jetzt? Karotten. Ja, ich kann euch aber, wie gesagt, nicht mitteilen, warum die hier unten nicht wachsen. Ich glaube, hier oben hatten wir die Samen drin. Nein? Da? Ja. So, was haben wir hier? Da haben wir Samen. Da, das ist normales Korn. Das können wir gleich noch anbraten. Der Dreckklumpen kommt in das andere. Das mache ich auch mal darüber. Ja, würde ich sagen, pflanzen wir auf jeden Fall mal Weizen an, weil Weizen brauchen wir immer. Reis ist auch eigentlich eine gute Nahrungsquelle. Reefpot. Ah ja, und Korn, genau. Dann haben wir mal 3 Stück auf jeden Fall, die wir ganz gut anpflanzen können. Na, jetzt geht er runter. So. Das von der anderen Seite aus. Was haben wir jetzt noch im Inventar? Reis und Korn. So, schön eins Platz. Hatten wir nicht schon Reis angepflanzt und das ist auch nicht gewachsen? Ich glaube fast ja. Das wäre schade, aber ja gut, kann man nichts machen. Wenn es nicht wächst, dann wächst es nicht. So. Also nochmal die Samen hier oben reinlegen. Die. Und kurz noch hier an den Kochtable, Kochtisch. Ja. Und da machen wir ein paar Burger. Jetzt müssen wir aber hier oben mal ein bisschen nachladen. Zack. Zack. Aha. Also ihr seht jetzt auch, es ist anscheinend wirklich die Munition, die da verbraucht wird. So. Upsala. Was haben wir hier noch drin? Nichts momentan. Okay, dann ja, tue ich hier noch ein bisschen Erze einschmelzen. Mach dabei schon mal die Abmoderation.
Und das nächste Mal, denke ich mal, werden wir uns nochmal auf einen neuen Planeten wagen. Müssen aber dann, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, in ein anderes Sonnensystem. Aber wirklich nur zum Erkunden. Heimatplanet bleibt jetzt erstmal hier, dieser Planet, weil ich den eigentlich ganz cool finde und wie gesagt, bei mir eigentlich ein ganz interessantes und auch großes Haus da gebaut haben. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Konstruktive Kommentare sind auch immer gern gesehen. Ja, damit verabschiede ich mich hier an der Stelle, wünsche euch noch einen wunderschönen Dienstag und hoffe, dass ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Ciao, macht's gut!